Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Farmers Dynastie. Hier beim Gruben des großen Feldes. So, deswegen nicht so viel schnacken, loslegen. Ist er unten? Ja, ist er unten. Und wir fahren mal hier drüber, tuckern mal hier übers Feld. Schön am Rand, die erste Runde. Dass wir da auch alles mitnehmen. Und dann kriegen wir das vielleicht hin, komplett hier in einer Folge. Mal schauen. In der letzten Folge haben wir ja beide Felder hingekriegt. Unsere anderen zwei großen Felder. Naja, so groß sind die dann auch nicht. Aber das hier scheint gut zu sein. So, hier steht überall das Wasser. Und zwar... Was ist jetzt los? Warum ist er jetzt gerade langsamer geworden? Ich glaube, wir haben hier ziemlich krasse Fahrrillen. Deswegen kommt er hier nicht mehr so gut durch. Und es ist, glaube ich, auch ziemlich matschig hier. Ist vielleicht gerade nicht die beste Bedingung, um zu grubbern bei so einem Wetter. Aber wir müssen fertig werden vor dem Winter. Falls es hier einen Winter gibt. Weiß es nicht. Deswegen kämpfen wir uns hier tapfer weiter vor über unseren Riesenacker. Da läuft die Brühe, läuft da runter. Wow. Wir sind schon nass bis in die Schuhe rein. In den Stiefeln steht das Wasser. Aber egal, that's Bauer's Life. Oder Farmer's Life in dem Fall. Schon zu kämpfen, der Gute hier. Aber wenn auch das Feld ständig sich hier ändert, komischerweise. So, dann können wir jetzt hier innen lang fahren. Dann haben wir nämlich schon mal ein ganz großes Stück. Eine schöne große Breite haben wir dann schon fertig. Ist es eigentlich, wenn ich so fahre? Oha, da kann ich ja noch weiter rüber fahren. Kann ja echt krass neben dem Feld herfahren. Der hat ja einen Riesenradius. Der Gruber. Ist ja Wahnsinn. So, dann versuche ich mal so zu fahren. Dann kriegen wir ein bisschen mehr hin. Dann sind wir schneller fertig. Und ich mache mal so. Ein bisschen näher ran kann ich ja. Das ist halt das Problem bei der First Person, da sieht man halt nicht, wie groß der Aktionsradius vom Werkzeug ist. Vom Tool, was man gerade hinter sich herzieht. Aber so geht das. So, dann jetzt hier weiter in die nächste Spur. Und dann sind wir hier nämlich im Nu fertig. Und dann darf gesät werden. Ah, ich wollte noch nach dem Wetter gucken, genau, wie es wird die nächsten Tage. Ob da jetzt, ob es da jetzt weiter regnet oder wie das sich verhält. Gerade zwecks Säen. Aber ich glaube, das macht sowieso keinen Unterschied. Auf jeden Fall können wir dann ein bisschen besser fahren. Jetzt ist ja hier alles so extrem krass furchig, wo wir rumfahren. Und nach dem Grubbern ist ja richtig schön glatt gezogen. Und dann wird die Sämaschine nicht ganz so rumhüpfen. Ja,
Das wird gut, das wird gut. Und wenn ich mir die Größe von dem Feld so angucke, oh mein Gott. Wir werden so die Kohle machen. Das wird so genial. 50 Folgen hat es jetzt gedauert. 51, 52. Das ist ja jetzt die 52. Folge. Aber ab jetzt wird richtig Kohle gemacht. Und dann kaufen wir uns die geilen Maschinen. Und dann holen wir uns eine Frau, die unsere Maschinen genauso geil findet. Und uns dann was Leckeres zu essen kocht. So sieht's aus. Weil sie unsere Maschinen so geil findet, natürlich. Dann sagt sie sich, hey, der hat geile Maschinen, der braucht auch was Geiles zu essen. Und dann kocht sie uns eins von diesen Wildschweinen, die hier rumrennen. Wildschwein in Kürbissuppe mit Tomaten, Zucchini, Paprika, Paste. Ah ne, Paprika haben wir ja keine. Mit Tomaten, Zucchini, Eier, Salat oder so. Mal schauen. Und zum Nachtisch gibt's Fisch am Stiel. Mit Kartoffeln und Erde. Oder auch nicht. Naja, wir werden sehen. So, Stück für Stück wird das Feld immer kleiner, immer kleiner. Und wir rocken den Braten hier aber sowas von. Boah, wenn ich überlege, wie viele Felder es da gibt, da könnte man ja auf jedem Feld könnte man da was anpflanzen. Da könnte es der Jahre mit dem Spiel verbringen, mit Pflügen und Probern. Und bestellen. Aber ne, ganz so krass übertreiben wollen wir es dann auch nicht. Oh, jetzt ist er aber gerade in die Knie gegangen. Was sagt denn der Sprit? Naja, 80% noch. Weil, wenn man dann irgendwann alle Maschinen gekauft hat, dann, ja, ich weiß nicht, dann verliert so ein bisschen den Sinn, weiterzumachen und weiterhin so viel brutal viel Kohle zu scheffeln, wenn man eh nichts mehr kaufen kann, wenn man eh schon alles hat dann. So war es damals bei, was war denn das? Farm Simulator? Irgendwie so. Ich glaube mal Farm Simulator. Und... Oh, ich werde etwas hungrig und müde. Also im RL. Zack, zack. Achso, essen. Und ein Ei essen und eine Zucchini essen. Schön ausgewogen. Ja, 100% passt. Ja, und da war es dann tatsächlich so, dass man dann irgendwann, weiß ich nicht, Hackschnitzel gemacht hat. Und mit den Hackschnitzeln sich eine goldene Nase verdient und dann sich alle Maschinen gekauft, alle Traktoren gekauft, die das Spiel hergibt irgendwann. Und dann, ja, dann, es war einfach, es hatte keinen Sinn mehr, weiterzuspielen. Ja, ich meine, bis dahin hat es schon eine Weile gedauert, klar, aber ab da, wo man dann so viel Kohle hatte, war einfach der Sinn vom Spiel weg, weil, ja, es gab nichts mehr zu kaufen. Man hätte die Sachen natürlich doppelt kaufen können, aber wozu, das ist ja... Und dann fängt man an, irgendwelchen Quatsch zu machen. Und ja, dann ist eigentlich... Dann ist Zeit für ein neues Spiel. Also, wenn es soweit kommt... Wenn es hier soweit kommt, dann werde ich dann auch irgendwann sagen, so, ich ziehe jetzt die Reißleine. Aber bis dahin stehen uns, glaube ich, noch einige spannende Stunden bevor. Und jetzt als nächstes, das Säen ist ja was ganz Neues. Das haben wir so ja noch gar nicht gesehen. Wer weiß, was da so alles passiert. Vielleicht überschlagen wir uns. Wer weiß. Wir werden sehen. Wenn mir nicht vorher das Gesicht einschläft. Was es gerade tut. Aber es ist halt auch schon wieder 2:30. Aber so ist es halt nun mal, wenn die Sonne untergeht und Los Osos anfängt aufzunehmen, da
dann ja, ist es halt schon spät, weil Sonne untergegangen und so, ne? So läuft das hier, so läuft das hier auf dem Kanal. Die Sonne geht, los, Assos kommt. Boah, und der kommt fast den Berg nicht hoch. Ist aber auch hier eine Schlammschlacht. Ja, ich glaube, das regnet heute irgendwie den ganzen Tag weiter. Könnte das sein? Da drüben haben wir einen kleinen Spalt ausgelassen. Aber ich denke mal, wir kriegen das Feld trotzdem zu 100%. Ja, wobei, ich fahre dann vielleicht doch nochmal drüber. Nicht, dass da nachher nichts wächst. Oder irgendwie nichts eingepflanzt werden kann an der Stelle oder so, wer weiß. Nichts gesät. So. So läuft es, so läuft es. Und dann sind wir hier auch bald soweit mit dem großen Feld. So, jetzt mache ich mal so. Und fahr mal zurück. Oh, da habe ich gerade was gesehen. Hier war noch was. Ein kleines Stückchen. So, jetzt fahren wir mal in die andere Richtung. Dass wir keinen Drehwurm kriegen. Oh, ich glaube, ich habe da gerade wieder ein kleines Stückchen übersehen. Es ist echt, ich muss hier die ganze Zeit muss ich links, rechts gegensteuern, weil er hier immer in irgendwelche so Lücken und Löcher reinfährt und dann völlig aus der Spur rausdriftet. Nach rechts oder nach links wegdriftet. Ist echt dubios, aber naja, so ist es halt, wenn man durch so einen frisch gepflügten Acker durchfährt, wenn es wie aus Eimern regnet. Dann kann das schon mal vorkommen. So, hier haben wir auch ein Stückchen übersehen. Hier und da. So, und weiter geht's. Da läuft mir direkt die Nase, wenn ich das nur sehe, den ganzen Regen. Hier mit mir selber so einen kleinen Gähn-Wettbewerb. Wer mehr gähnt, ich oder ich? Gab's doch mal so ein Lied, ich oder ich? Oder? Oder ich und ich? Ich glaube, das war ich und ich. Weiß jetzt aber gerade nicht, von wem es war. Ich und ich. Hört sich irgendwie egoistisch an. Ich und ich. So, hier noch schön den Zipfel. Zipfel, Zipfel. Schwuppdiwupp. Ah. Wir rumdriftet auf dem nassen Acker. So, das Nadelöhr zieht sich enger. Der Kreis zieht sich zusammen. Das Feld wird kleiner. Und ist gleich fertig kultiviert. Und dann können wir anfangen zu säen wie ein Wilder. Erbsen säen. Ich hoffe mal, das, was wir an Saatgut da haben, reicht. Für alle drei Felder. Ansonsten muss ich tatsächlich nochmal los. Und nochmal Saatgut kaufen. Ein bisschen Kohle haben wir ja noch. War ja, glaube ich, auch nicht ganz so teuer. War zwar natürlich teurer als Weizen und so, aber bringt ja auch im Ertrag deutlich mehr als Weizen oder Raps.
Aber gab es da überhaupt Rapssamen? Oder Raps, ja doch, Setzlinge, Rapssamen? Gab es doch, glaube ich, gar nicht, oder? Also, entweder gab es es nicht oder ich habe es nicht gesehen. Was gab es doch und ich habe das nur jetzt gerade irgendwie falsch in Erinnerung, weil mir gerade schier die Augen zufallen. Was sehr unpraktisch ist, wenn man hier im Regen auf einem Traktor sitzt, wenn einem da die Augen zufallen. Der muss so klatschnass sein, der Kerl. So, mal wieder in die andere Richtung. Um die Drehwurmgefahr ein bisschen zu bannen. Aber das Gute ist, ich kann auch im Vollschlaf noch mit allem Möglichen fahren. Also ich glaube, sowas wie Sekundenschlaf gibt es, glaube ich, bei mir gar nicht. Ich kann morgens aufstehen, wenn ich verschlafen habe und ins Geschäft fahre. Und ich mache dann die Augen so richtig erst auf, wenn ich auf der Bundesstraße bin. Und ich glaube, bis dahin fahre ich völlig blind oder völlig neben der Kappe, sage ich mal. Völlig autark. Ne, autark ist nicht das richtige Wort. Völlig automatisch. Fast schon. Weil es einfach mittlerweile so im Blut ist, Autofahren. Ich als alter Autonarr sowieso. Und ja, deswegen glaube ich, ich könnte auch fahren, während ich völlig schlaf irgendwie. So aus Reflex. Bei mir ist, glaube ich, Autofahren schon sowas wie ein Reflex. Das läuft einfach ab und ja, funktioniert so. Soll natürlich nicht die Regel sein. Oh. Auf einmal hat sich das Design des Felds geändert. Oh, plötzlich. Warum? Das sah mit den Rillen irgendwie besser aus. Ah, jetzt kriegt sie auch wieder Rillen. Vielleicht ist es vom Regen jetzt, weil es so geregnet hat. Oder ab einer gewissen Größe passt sich das Feld an und wird dann quasi so fertig. Denn das hatte ja auch diese tiefen Pflugspuren, hat es ja auch nicht mehr. Also vielleicht ist es jetzt so das Endstadium von einem gegrubberten Feld. Wie es dann letzten Endes aussieht. Ziehen wir hier zwar noch ein paar neue Furchen rein, aber das macht ja nichts. Die werden dann ja auch noch angepasst, bestimmt. So, und das kleine letzte Stückchen. Das machen wir auch noch. Zack. Nail that. So, wo ist die Musik? Habe ich meinen MP3-Player auf dem Traktor vergessen? Ja, der ist tatsächlich komplett sauber jetzt. Da wäscht's den ganzen Dreck runter. Auch hier von den Reifen? Ne, die sind immer noch matschig und schlammig. Ja, aber hey. Ein perfekt kultiviertes, zu 100% kultiviertes Feld. So, dann ist das nächste Dünger und danach Dung, würde ich sagen. Also, achso, ich habe noch eine andere. Hier, die habe ich auch noch. Machen wir hier mal das Ding hoch. Und dann fahren wir mal wieder zurück. Mit unserem Dieselross. Und dann holen wir uns mal unsere Düngemaschine. Ich glaube, es wird auch gerade wieder ein bisschen heller, kann das sein? Ach, bevor wir düngen, sollten wir vielleicht mal säen.
Das wurde nicht angezeigt. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das funktioniert. So, unseren Rover schmeißen wir wieder hier hin. Hoch. Das ist aber ein stabiler Busch. So, hier vielleicht. So. Und dann holen wir uns mal die Sämaschine. Da ist sie schon. Ich bin irgendwo anders. Ich ändere mal kurz die Kamera. Na. Klack. Enter Magazin. So, aber jetzt, meine Freunde, machen wir jetzt erstmal eine kleine Folgenpause und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ich könnte auch mal das Licht einschalten, wenn es dann wieder heißt Time to Play hier bei Farmers Dynasty, und dann wird gesät, was das Zeug hält. Und danach gedüngt und nochmal gedüngt, und dann heißt es warten. Warten, warten, bis unsere Erbse wächst. Bis dahin, macht's mir gut, meine Freunde. Schalt wieder ein, wenn's wieder heißt. Habe ich gerade gesagt, Time to Play Farmers Dynasty. Bis dahin, ciao.